Oh, dann machen wir doch eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage. Rathaus 8 Paket kaufen, ja oder nein? Ich werde eine Umfrage machen. Ich schreibe sie in die Kommentare. Fantastic. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Road to Rathaus 15. Mein und wahrscheinlich oder vielleicht oder hoffentlich auch euer Lieblingsprojekt bei Clash of Clans auf YouTube. Ich werde dieses Mal wieder einige Kommentare einblenden, also wenn du auch irgendwas zu sagen hast, es würde mich natürlich freuen, wenn es ein positiver Kommentar ist, dann werde ich das gerne einblenden. Wir müssen auch mal gucken, dass wir nochmal eine Abstimmung machen. Ich weiß allerdings noch nicht genau, worüber. Wir werden in dieser Folge auf jeden Fall auf Rathaus 8 gehen. Das bedeutet, beziehungsweise ich werde jetzt auf Rathaus 8 gehen. Bam, 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 bam. Da ist es nämlich schon. Weil wir vorankommen müssen und ich immer die Lager voll habe. Ihr seht es, ne? 2,3 Millionen Elex. Das ist natürlich viel zu viel. Jetzt gucken wir mal eben drauf. Was sollte man immer zuerst machen, wenn man ein neues Rathaus hat? Eine neue Rathausstufe. Ich mache immer zuerst eigentlich die neuen Sachen. Allerdings, wir sehen das jetzt hier. 5 Stunden, 3 Stunden. Goldlager. Goldlager ist wichtig. Oh, dann brauche ich ja schon wieder eine neue Base. Oh, das geht schnell. Gefühlt gerade erst Rathaus 7 geworden. Jetzt sind wir schon Rathaus 8. Es geht wirklich schnell. Allerdings, dadurch, dass wir jetzt Rathaus 8 sind, habe ich endlich wieder Grund zu farmen. Wir können endlich wieder die Lager voll machen. Ich müsste sogar die Schatzkammer auch noch voll haben. Boah, wie viele Mauern kriegen wir denn? Alter! Alter, voll viele Mauern. Fallen, Verteidigung, ja, es gibt viel zu tun. Erstmal die Sachen, die nicht so ganz so lange dauern. Dieser Turm dauert jetzt nur ein paar Sekunden, nicht mal eine Minute, weil wir den Schub drin haben. Verteidigung, okay, Fallen. Wir bauen jetzt erstmal die Fallen. Ich würde sagen, wir bauen die neuen Sachen ruhig erstmal hier in die Ecke rein, damit ich da nicht durcheinander komme. Yo, die Skelettfalle, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass sie zu Halloween ins Spiel kam und dann haben sie die einfach im Spiel drin gelassen. Sie haben die dann gar nicht entfernt. Das waren Zeiten, Leute, das waren Zeiten. Aber die neuen Zeiten sind natürlich auch gut, weil wir jetzt ja schon sehr gut vorankommen. Ich möchte noch ein paar Sachen zum Clan sagen. Ich weiß, dass sich viele beworben haben, die ich nicht annehmen konnte. Das liegt einfach daran, dass wir halt nur 50 Platz haben, beziehungsweise abzüglich Josie und meiner Wenigkeit haben wir halt nur 48 Platz. Wir müssen halt zwei Plätze haben zum Organisieren. Das ist, zu zweit ist das viel einfacher und viel besser. Und deswegen, ja, das ist ein kleines Problem, Leute, dass man dann halt nur 48 Plätze hat. Allerdings steht der Clan ja auf Einladung. Das bedeutet, wenn hier wieder jemand rausgeht, was schon öfters mal vorgekommen ist, wenn hier jemand rausgeht, dann ja, könnt ihr euch gerne bewerben. Schreibt vielleicht ein bisschen was dabei zu euch, dann ist es einfacher für mich, anstatt einfach nur, ich möchte dem Clan beitreten, das Standardding. Oh, 5000 Punkte in Saisonherausforderung, es läuft, wir kriegen gleich nochmal ein paar Gems. Jetzt haben wir 3 Arbeiter frei. Das Labor möchte ich auf jeden Fall upgraden. Clanburg möchte ich auch auf jeden Fall machen. Die ist halt super teuer, aber der Vorteil ist, du kannst sie weiterhin noch benutzen in der Zeit. Und jetzt haben wir noch 1,1 Millionen. Ah, guck mal hier, pass mal auf. Ja, guck dir das mal an. Und schon ist das Lager wieder voll. Wir machen das jetzt mal anders. Reihe wählen, die packe ich jetzt nämlich mal nach da unten. Reihe wählen, drehen, die packen wir jetzt nämlich noch da dran. Warte mal. Reihe wählen, drehen, die kommt nämlich noch da vorne hin. Ja, die Mauern möchte ich schon ganz gerne noch upgraden. Guckt euch das mal an. 391.000, 586.000 geschenkt. Ja, das muss reichen erstmal. Auf Level 6 muss erstmal reichen. Das können wir gleich, jetzt können wir ein bisschen Elex nehmen. Nehmen wir nochmal ein bisschen Elex. Und dann sind jetzt schon alle neuen Mauern gleich auf Level 6. Und ihr seht, wie schnell das Ganze funktioniert. Wie schnell das Ganze geht. Wir können die sogar noch upgraden. Kann ich sogar auch noch machen. Jetzt sind die auch schon fertig. Da muss ich mir gleich wirklich eine neue Base suchen. Tatsache, Leute. Tatsache. Jetzt haben wir noch einen Arbeiter frei und gucken mal eben ganz schnell drauf. 9 Minuten die Kaserne. Verborgener Tesla, 1 Stunde 38. Habe ich denn hier beim Händler die Möglichkeit? Ja, wir können einen Trank kaufen. Aber für 285 Medaillen, ich finde das so teuer. Ganz ehrlich, warum machen die denn für die Überfallmedaillen keinen Trank rein? Warum? Es wäre so gut. Haben wir hier vielleicht noch irgendeinen, den wir kriegen können? Ganz hinten vielleicht noch irgendeinen? Nein, nein, kein Bauarbeiter-Trank für uns?
kein Bauarbeitertrank. Dann machen wir das anders. Dann werde ich jetzt wohl... Ja, dann werden wir jetzt wohl was Teures machen müssen erst. Irgendwas richtig Teures. Komm, gib mir... Oh, ein Bombenturm für... Oh, Bombenturm möchte ich haben. 680.000. Ja, auf jeden Fall 20 Stunden. Guckt euch das mal an. Das ist der am besten geschützte Bogenturm auf der ganzen Welt. Nicht verwechseln, Bogenturm und Bombenturm. Ja, das ist natürlich jetzt... Ich kann doch nicht sowas spinnen. Ich habe doch nur... Ja, ich habe doch nur Ballons und sowas. Ja, aber wir kriegen jetzt ja auch andere Gegner zugelost. Wir kriegen jetzt Rathaus 8er hauptsächlich zugelost. Ich würde sagen, so ab... Ja, so ab dem, was wir eigentlich gerade hatten. 500.000 ist eigentlich nicht schlecht. Hätte ich eigentlich nicht unbedingt weiterdrücken müssen. Oh, den nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob ich alles kriege. Level 10 König. Clanburg ist allerdings... Ja, sie ist zwar vorhanden, aber er wird keinen Clan haben. Also, er hat keinen Clan, deswegen ist ja auch nichts drin. Da schon mal drauf. Nein, ich habe mich verdrückt. Verdammt. Ich habe mich verdrückt. Wollte ich gar nicht. Ich wollte die Hawks setzen. Wo sind die Hawks? Sind sie da? Die Hawks sind aber auf jeden Fall auch da, das ist schon mal gut. So, Ballons aus der Clanburg. Hawk Rider sind am Start, kümmern sich jetzt schon mal um relativ viel. Ja, Luftabwehr weg. Luftabwehr weg. Komm. Feger ist auch weg. Die Hawks sind so dermaßen stark. Oh, und guckt mal, durch den Schub haben wir den König auf Level 7. Das bedeutet, der König hat den Schub. Das ist natürlich gut. Das gefällt mir. Oh, ein paar Hawks leben noch. Magierturm ist gleich weg. Ja, komm. Ja. Magierturm ist weg. Wenn sie den Bombenturm noch kriegen, dann wäre ich super zufrieden. Der müsste noch weg. Das wird aber schwierig werden. Dann setzen wir den König mal da oben hin. Es geht jetzt auch gar nicht um den Stern, auch wenn wir eigentlich gar nicht mehr so weit weg sind von diesen 1250 Pokalen. 1250 Pokale ist für mich so ein bisschen die magische Grenze, weil ich dann nochmal ordentlich Juwelen kriege. Ich glaube, 450 Juwelen gibt es dann nochmal. Ja, da muss ich mir nochmal überlegen, dass ich nochmal eine Umfrage mache, oder? Ja, es gibt bestimmt noch Angebote im Shop. Da muss ich auf jeden Fall auch mal gucken, denn wir sind ja kein Free-to-Play-Account hier und das bedeutet, wir können auch ruhig ordentlich was kaufen, wenn es halt hilft, schneller voranzukommen. Und ich muss auch mal sagen zum Clan, die Leute sind alle wirklich super nett, also ich bin wirklich richtig zufrieden mit den Leuten hier im Clan. Super nette Leute, super aktive Leute, ich glaube, wir werden hier noch viel Spaß haben. Wir müssen jetzt erstmal den Clan hochziehen auf Level 2 für die Clanstadt. Oh, dann geht's rund. Ich kann zwar mit den Überfallmedaillen keinen Bauarbeiter dran kaufen. Moment, ich habe hier einen Espresso, wo ich schon richtig ordentlich gekleckert habe eben. Moment. Moment. Ein bisschen kalt. Moment, den müsste ich eigentlich ächzen. Der ist so klein, der Espresso. Moment. Einen Moment, ich mache einen kurzen Cut. Ah, so. Espresso geäxt und jetzt können wir weitermachen. Und zwar, wir brauchen Hawks. 15, 16, 20 Stück haben wir. Ballons, nehmen wir mal ein paar mit. Und den Rest füllen wir wieder auf. So, Tränke, 1, 2, ich mische das immer so ein bisschen durch. Wir haben doch bestimmt noch einen Trainingstrank. Wo ist er? Ach, ist sowieso drin. Nee, ist nicht drin. So. Wir gucken mal drauf. Ich habe noch alle Lager voll, also die Armeelager. Das ist gut. Wir gucken mal eben ganz schnell hier rein. Die habe ich geupgradet, die Juwelenmine. Ja, ich müsste sie unbedingt mal umbauen. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Wir machen das jetzt wie folgt. Schritt Nummer 1. Wollte denn irgendwo was? Karl, kannst du lesen? Hab vergessen. Karl, das sollte doch nicht du sein. Also, wir machen das jetzt wie folgt, Leute. Ich greife nochmal hier an. Wir holen uns nochmal Loot. Anschließend werde ich mir mal eben eine Rathaus 8 Base holen. Und anschließend werde ich mal ganz schnell das Nachtdorf umbauen. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch, ja, diese 5000 Punkte bei den Saisonherausforderungen vollkriegen, damit ich da noch ein Achievement bekomme. Also Road to 1250. Das ist jetzt auf jeden Fall das nächste Projekt. Und, oh, wir müssen auf jeden Fall auch noch nach den Angeboten im Shop gucken. Ganz wichtig. Ja, das ist jetzt der Plan. Ah, da wird er so einer. Josie hat mir gerade was geschrieben. Er hat sich etwas aufgeregt über die, über das nicht vorhandene Lesen im Clan-Chat.
Verständlich. Verständlich. Den nehme ich jetzt mal eben natürlich mit. Ein bisschen Loot. Wir müssen aber darauf achten, dass wir noch eben schnell die 50% kriegen. Aber warum baut man sowas? Ist ja, im Endeffekt ist es ja eine Progress-Base. Hat er wahrscheinlich vergessen zu ändern. Sollte man gucken. Warte mal. Hat er was in der Klanburg? Nein, ich kann ja nicht. Ja, stimmt. Die gehen ja nicht auf die Klanburg drauf. Die gehen ja da oben drauf. Die Klanburg ist ja kein Verteidigungsgebäude. Na gut. Nehmen wir. Komm, helfen wir noch ein bisschen mit. Dann geht es ein bisschen schneller. Die Loons sind oben unterwegs. Ja, es geht mir jetzt wirklich erstmal nur um den. Es geht mir nur um den Loot. Das Dunkle hat er da oben geschützt. Aber das ist es mir nicht wert. Wir müssen gucken, dass wir auf die 50% kommen. Das ist wichtig. Der Bombenturm vielleicht noch da oben weg? Komm, ja, Bombenturm ist weg. 27% ist. Ich muss gucken. Also 30%, es sollte aber reichen. Wir haben noch verschiedene Lager, eine Goldmine. Jetzt ist die Goldmine weg. Jetzt haben wir noch drei Goldlager, ein Elex-Lager noch. König wird sich wahrscheinlich gleich noch zu Wort melden da vorne. Da müsste ich noch ein, zwei Barbaren setzen, aber wir haben ja noch genug. 36%, 39%, komm. Gib mir. Jetzt kommt der König. Na, das hast du dir wohl so gedacht, ne? Die haben alle den Pixelkönig, ich will auch, aber ich bin zu spät da dran gewesen an dem Projekt. Da war der Pixelkönig schon nicht mehr vorhanden, aber jetzt werde ich gleich aufgeben bei 50%. 47. Ja, die Klanburg möchte ich noch haben. Die Klanburg ist ja auch ein Ressourcengebäude. Da ist ja auch noch was drin. So, 50%. Katsching, katsching. Naja, immerhin. Hat sich auch gelohnt. Wir haben noch ein paar Pokale bekommen. Oh, Routinier wir bekommen. Da ist es doch. Nochmal 50 Juwelen für uns. Das kommt nach da. Damit wir noch eben ganz schnell auffüllen, unsere Armee. Ja. Ich fülle nochmal ein bisschen auf mit Bartsch. Zauber sind noch alle am Start. Ich suche einen Gegner raus. Dann erst gucken. Boah, teuer. Ich bräuchte halt irgendwas. Das bräuchte ich. Das brauche ich. Das hier. Das, guck jetzt, Mann. Das kann ich nicht ausgeben. Ich kann es nicht. Wobei, ich werde es vielleicht kaufen. Oh, dann machen wir doch eine Umfrage. Wir machen eine Umfrage. Rathaus 8 Paket kaufen, ja oder nein? Ich werde eine Umfrage machen. Ich schreibe sie in die Kommentare. Dann könnt ihr das ausfüllen. Und das hier hole ich mir jetzt aber auf jeden Fall für 99 Cent, weil sich das super lohnt. Vergesst nicht, mich zu unterstützen. Creatorcode MBF. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, ein Dip, ein Rathaus 7, den nehmen wir natürlich mit. Auch wenn er ganz gut dabei ist, aber ich meine eine Million Loot. Lass es mir jetzt nicht durch die Lappen gehen. Ich habe ja das Angebot gerade gekauft. Das bedeutet, Bauarbeitertrank ist aktiviert. Der hilft uns auf jeden Fall schon mal sehr. Ich blitze jetzt aber eher sowas hier. Das macht für mich jetzt mehr Sinn. Da kommt der Zauber drauf. Wir haben 29 Hogs. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob was in der Klanburg ist. Da haben wir jetzt gerade Glück gehabt. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass alleine schon die Hogs ausreichen müssten, um ihn jetzt hier zu zerlegen. Ich setze mir jetzt mal den Wutzauber drauf. In der Mitte, damit die ein bisschen schneller da durchkommen. Und natürlich sich jetzt mal eben ganz schnell um die Sachen kümmern. Es wird ausreichen. Ich glaube, die Hogs alleine werden schon ausreichen, um ihn zu zerlegen. Aber wir setzen schon mal ein paar Barbaren zum Aufräumen. Die sind ja sowieso günstig. Beziehungsweise die dauern nicht lange. Günstig gibt es ja nicht mehr. Die haben ja keine Kosten mehr. Oh, die haben es nicht geschafft. Ein Hog ist noch da. Ein Hog war noch da. Aber der Bogenturm ist weg. Okay, jetzt ist eh nur noch eins da, ne? Jetzt ist nur noch der Magierturm da. Und jetzt gehen die Hogs auf den Rest. Unser König geht nach da. Das ist so geil, dass ich den jetzt auf Level 7 habe durch den Schub. Das bedeutet, den können wir jetzt schon mal schön zünden, was wir auch getan haben. Das ist praktisch. Das ist wirklich praktisch. Und wir kommen gut voran. Also ich weiß nicht, wann Rathaus 15 kommt. Geplant ist es ja für 2022. Aber wir haben ansonsten natürlich keine Infos. Und ob es dann auch wirklich 2022 kommt, das weiß man nicht. Je nachdem, wie schnell sie halt fertig werden mit der Entwicklung davon. Jo, ich bin dann schon mal Rathaus 8. Ende der nächsten Woche könnte ich Rathaus 10 sein vielleicht, so als kleine Roadmap jetzt für mich persönlich. Ja, das sieht, glaube ich, so schlecht da nicht aus. Klar, wir müssen rushen irgendwann, mehr rushen als jetzt, aber trotzdem, ich habe immer so viel Loot. Es ist, ich weiß gar nicht, wohin damit. Ihr habt ja jetzt schon gesehen, die Mauern sind jetzt alle schon mindestens auf Level 6, wir haben schon die allermeisten sogar ja schon auf Level 7. Also von den neuen Mauern haben wir auch schon welche auf Level 7 gezogen. Ich habe noch so viel Loot, ich kann sie eigentlich auch noch, wenn ich das Paket tatsächlich kaufen muss, dann kann ich ja die Mauern auch noch alle auf Level 8 machen. Die kann ich auch dann alle schon mit Elex machen auch.
Labor ist dann auch bald fertig, dann kann ich da wieder was forschen. Da würde ich allerdings eher sowas wie Hogs oder so forschen, weil die halt super stark sind. Hogs, Drache, Ballons, erstmal so diese Standardsachen. Jo, vor allem ich kriege ja auch immer wieder, wenn ich das Labor upgrade, kriege ich ja auch immer wieder den Machttrank. Dann habe ich das ja immer wieder maxed für das Labor. Es ist einfach, es ist zu stark. Es ist einfach zu stark. So, ein paar Hogs noch. Und noch ein bisschen Barge, würde ich mal sagen. Und jetzt werde ich mir mal eben eine Base raussuchen. Ich habe es ja gesagt. Wir bauen da noch ein bisschen um im anderen Dorf. Kurzer Cut. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt einfach mal provisorisch das jetzt hier mal umgebaut. Wir müssen mal eben gucken, kann ich noch was bauen? Ja, Armeelager kann ich noch bauen. Falle, oh. Oh, Stoßfalle, das ist natürlich nicht schlecht. Dann würde ich das mal eben ganz schnell... Warte mal, wir wechseln das mal eben ganz schnell. Der soll natürlich da rein. So. Was haben wir denn sonst noch für Fallen? Wir haben noch eine Sprungfalle. Die kommt mal nach da. Eine nach da. Und wir haben noch... Immer noch Fallen. Minen. Nach da. Warte. Nach da und nach da. Und das müsste es jetzt gewesen sein. 153.000 kostet mich das Armeelager. Habe ich natürlich nicht. Ich möchte trotzdem mal einmal noch angreifen. Oh ja, hier. Oh, Ausbildungsschub. Perfekt. Perfekt. Es geht dann halt alles ein bisschen schneller. Es hat keine Auswirkungen auf die Kosten. Jetzt bin ich mal gespannt. Hält unsere provisorische Base, okay, gegen 2018. Ich habe ja echt keine... Das Problem ist, ich habe echt keine großartigen Truppen zur Verfügung. Gar nichts. Deswegen werde ich jetzt alle da reinschicken. Und dann hoffen wir mal. Ich habe die jetzt da reingeschickt, weil da nicht großartig Platz ist. Also da sind nicht so viele Freiräume. Und das bedeutet, dadurch, dass da nicht so viele Freiräume sind, kann natürlich auch keine große Mine da sein. Da wäre zum Beispiel Platz gewesen für eine. Oder auch hier. Ah, da ist ein Tesla gewesen. Ah, da war eine Stoßfalle. Bedeutet, wir haben zumindest schon mal den Stern bekommen. Das ist genau das, was ich wollte. Und den zweiten auch. Perfekt. Genau das, was ich haben wollte. Stern 1, Stern 2, alles da. 63%, ja Leute, bald euch. Oh, da waren, das ist nämlich genau das, was ich vermeiden wollte. Genau, dass in irgendwelche Sprungfallen oder sonst was reinlaufen. Was macht unser Gegner? Wir gucken drauf, 2018. Ja, er hat Minions, der Sauernd. Aber das bringt ihm nichts, weil wir gewonnen haben jetzt. Hehehe, oder? Wo ist er? Wo ist er? Es ist vorbei. So. Zack, zack. Ich baue jetzt einfach nochmal irgendwas hier ab. Ein Baum oder so. Und das ist meine neue Base, die ich mir kopiert habe. Ich musste die aber wieder ein bisschen umändern, weil wir ja hier überall noch die Hindernisse haben. Wir haben überall noch Hindernisse. Da muss ich mir mal wirklich was überlegen damit. Ich brauche halt Schaufeln. Wir brauchen Schaufeln. Das ist sonst ein bisschen schlecht. Um zumindest so ein paar Sachen da zu entfernen, ne? Beziehungsweise nicht zu entfernen, aber um halt ein paar Sachen mal zur Seite zu machen. Dafür wäre so eine Schaufel halt schon mal nicht schlecht. Aber wir haben ja keine. Oh, warte mal, wir hatten vielleicht sogar einen Arbeiter frei. Zwei Stück. Ja, perfekt. Wir nehmen jetzt erstmal was ganz Teures mit Elex. Und zwar Kaserne. Was kriegen wir? Oh, die Päcker. Die Päcker, die Päcker, die Päcker, die Päcker. Jetzt habe ich immer noch relativ viel. Ja, dann machen wir noch ein, zwei Mauern, würde ich mal sagen erstmal. Erstmal noch ein, zwei Mauern machen mit Gold, damit es ein bisschen besser aussieht. Dieses rosa-pinke, das geht mir auf die Eier. Das ist nicht gut, das gefällt mir nicht. Die Mauern sind nicht schön. Deswegen können wir die schon mal auf jeden Fall eben machen. Ihr müsst ja überlegen, hier 1 Million kriegen wir wieder an Bonus. Also, der Loot wird nicht ausgehen, im Gegenteil. Du kommst da weg. 340.000. Das nehme ich doch sehr gerne mit. So. Jetzt haben wir noch 1 Million übrig und wir können noch was Neues bauen, ne? Ressourcen, Fabrik, Verteidigung, jetzt erstmal nicht. Ressourcen. Ja, was... Oh, erstmal das. Erstmal Elex-Lager. Ah, das muss... Das muss dahin. Ah, ja, so wird ein Schuh raus. Ich musste ja auch ein bisschen improvisieren hier, weil ich nicht alle Gebäude hatte. Der Bombenturm kommt auf jeden Fall nach da. Das passt dann schon mal besser. Elex-Lager fertig. Und jetzt kommt noch der Bohrer. Ressourcen. Bohrer für Dunkles. Du kommst nach dort. Perfekt. Und jetzt suchen wir uns noch einen schönen Gegner raus. Ah, ein Rathaus 9er?
Würde ich ja schon mal ganz gerne. Ich würde es schon mal ganz gerne probieren, eigentlich. Aber ich habe dafür eigentlich ein bisschen wenig Hawks. Also, wenn wir ein paar auswechseln. Warte mal, hier sind noch Hawks. 7 Stück und nochmal 6 Stück. Wenn ich ein paar auswechsel, könnten wir es schaffen. Wir machen das mal auf 20 runter und die machen wir auf jeden Fall mal ein bisschen runter auf 10. Jetzt haben wir ein paar mehr Hawks. Ja, das wird wohl funktionieren. Vielleicht könnten wir so einen schlechten Neuner, könnten wir, glaube ich, auch trotzdem noch legen. Selbst mit unserem Trupp hier. Aber okay, wenn ich jetzt auf die Schnelle keinen Gegner finde, werde ich auf jeden Fall einen Cut machen. Das lässt sich nicht vermeiden. Ja, kurzer Cut. Bis gleich. Tja, wir müssen leider wieder einen Rathaus 7er zerlegen, weil der wieder über 1 Million hat für uns. Das nehme ich natürlich auch wieder sehr gerne mit. Klanburg? Wo hat er die Klanburg? Da ist die Klanburg. Außen bringt die natürlich gar nichts. Ist auch sowieso nichts drin. Ja, und ich denke mal, die Hawks alleine müssten es schon wieder richten eigentlich. Wir gucken mal von da oben. Heilzauber drauf. Ich werfe jetzt mal beide Zauber drauf. Ich weiß, dass ein Wutzauber eigentlich nicht gut ist für Hawks. Aber in diesem Fall wird es ausreichen. Vor allem werden die dann ein bisschen schneller dadurch. Und dann wird es funktionieren. Ich meine, ich könnte natürlich auch den Heilzauber dann draufschmeißen, wenn, wenn da eine Riesenbombe oder so ist. Aber es ist ein Rathaus 7er, von daher werden wir das schon irgendwie hinbekommen. Da blitze ich mal eben. Ah, die Hawks alleine reißen es nicht. Die Hawks alleine reißen es sogar gar nicht. Aber der Rest wird es reißen. Meine Ballons. So, beziehungsweise, ja, die aus der Klanburg und meine normalen Ballons. Jetzt können wir hier schon mal hinterher setzen. Und alle dahin. Jetzt ist die Verteidigung gleich sowieso schon weg. Aber diese eine Luftabwehr ist natürlich jetzt blöd. Die ist natürlich richtig blöd. Dass da eine einzige Luftabwehr noch da ist. Das nervt natürlich jetzt richtig. Die hat natürlich richtig genervt. Aber sie ist jetzt auch weg. Ein Glück. König kann ich schon mal zünden. Verteidigung ist eh nicht mehr da. Und ihr seht es, ne? Wir haben jetzt 3 Sterne gleich wieder geholt. Bedeutet 3 von 5 Sterne für den Sternenbonus. Wir haben schon wieder ordentlich Loot. Ich habe 15.900 Dunkles. Gleich haben wir über 16.000 Dunkles. Bedeutet, ich kann dann im Labor irgendwann wieder forschen damit. Ich kann meinen König noch weiter hochziehen. Der ist ja noch gerade mal auf Level 2. Plus die 5 Level durch den Schub. Das bedeutet, ich ziehe ihn dann auf Level 3. Und irgendwann sind wir natürlich auch Rathaus 9. Dann kriegen wir die Königin. Ach, das läuft doch. Das Projekt läuft doch wirklich sehr gut. Wenn dir das Projekt gefällt, lass doch gerne ein Like da und abonniere den Kanal. Es ist kostenlos und du kannst deine Meinung natürlich auch jederzeit ändern. Es müsste sogar eine etwas längere Folge sein heute auf jeden Fall. Aber das macht ja nichts. Das macht ja nichts. Jetzt haben wir die 3 Sterne gleich. 1,1 Millionen in den Lagern schon wieder. Schönes Ding. Ha, das freut mich. So. Hawks sind stark, Hawks mag ich. 30 Stück und jetzt nehme ich auch wirklich nur, nehme nur Hawks und füllen auf. Nehmen dann ruhig mal 2 davon mit. Ja. Und damit sind wir am Ende von dieser Episode. Wir gucken mal ganz kurz noch drauf. 4 Stunden, okay. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.